Seit einigen Wochen gab es einige neue Informationen zu Bushido. Bushido hat sich wieder zurückgemeldet. Alle Probleme und Strapazen scheinen wohl jetzt vorüber zu sein. Und er hat sich natürlich gedacht, komm, wir hauen jetzt mal noch einen durch diese ganzen Promo-Beefs und Promo-Geschichten nochmal einen schönen Album-Release raus. Ja, CCN4 wird erscheinen, meine lieben Freunde. Das wurde auf Bushidos Instagram-Seite bestätigt. Und zwar brodelt wirklich die Gerüchteküche, mit wem hat Bushido jetzt das Album aufgenommen? Ist es mit Babassat oder ist es doch mit Animus? Ja, da gibt es nämlich einige Gerüchte, meine lieben Freunde. Es gibt einen bestimmten Instagram-Account oder besser gesagt ein Informant oder ein näherer Mitwisser, würde ich mal so sagen. Dieser Informant behauptet, CCN4 wird mit dem Rapper Animus ein sogenanntes Kollabo sein, meine lieben Freunde. Ja, also viele haben sich vorgestellt, es könnte eventuell mit dem Babassat sein oder vielleicht auch ein Soloalbum, sprich, dass Bushido das Album selber erstellt, ja, und sich jetzt irgendwie nur von Animus haben helfen lassen oder irgendwelche Texte haben schreiben lassen. Also wir wissen nicht, ob es jetzt eine seriöse Information ist, ob wir dem glauben können, meine lieben Freunde. Es ist nur eine Behauptung, es ist nur ein, wie soll man sagen, eine Spekulation, würde ich mal so sagen. Ich würde mal sagen, ich blende es ein. Ich danke euch schon mal fürs Einschalten und ich wünsche euch was. Peace and out. Das Album wird nicht mit Saad kommen. Saad hat auf jeden Fall nichts damit zu tun. Es wird auch kein Soloalbum sein. Dieses Album wird leider mit Animus kommen. Leider Gottes mit Animus. Es wird kein Soloalbum. Ich bin selber darüber enttäuscht. Ich hätte mir lieber gewünscht, dass es eher mit Saad ist oder ein Soloalbum, aber es wird mit Animus. Ich verstehe auch nicht, was er mit ihm will. Er hat nichts drauf. Er hat keine Erfolge. Er hat nicht mal eine Single, die so richtig geil rüberkommt. Aber was soll ich euch sagen? Leider Gottes, ich mache keinen Spaß. Das ist wirklich so. Es wird mit Animus kommen. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Keine Ahnung, wie oft diese sinnlose Idee kommt. Hätte er lieber das mit mir gemacht. Wäre ja noch ein bisschen interessanter, aber ich bin selber sprachlos. Ich bin selber sprachlos. Warum er ihn ausgesucht hat, weiß ich nicht. Ich denke mal, es wäre viel legendär, wenn Saad dabei wäre. Aber es ist nicht. Ich verstehe auch gar nicht, wie das klappen soll. Mit einem Animus Carlo Kuxenten 4 zu machen. Passt vorne und hinten nicht. Sein Stil passt nicht. Er passt auch gar nicht ins Album rein. Hätte er wenigstens so ein Collar-Album, weiß ich nicht, irgendwas gemacht so. Staatsfeind Nummer 2 oder so, aber kein CCN. Das ist wirklich kein Scherz. Ich mache keinen Spaß. Warum soll ich euch dann anlügen? Ich habe keinen Grund. Die Leute, die mich kennen, die wissen, ich habe bis jetzt immer die Wahrheit gesagt. Und das seit März, seit Februar. Und ich habe auch keinen Song von Animus gehört. Er hat doch schon damals bei Flair keinen Erfolg gehabt. Und jetzt hört er mir raus, er macht CCM mit Animus. Weiß nicht, warum nicht mehr mit Zeit. Komplikationen.